Hallo liebe Leserinnen und Leser vom Podcast Büs. Ah, na das darfst du jetzt nicht rausschneiden. Okay. Das muss drin bleiben, versprochen. Ja, versprochen. Okay. Also, die zweite. Hallo liebe Leserinnen und Leser für Podcast. Na, dritte. Von. Ja. So, dritte. Take 3. Du darfst es nicht rausschneiden. Das muss original so veröffentlicht werden. Okay. So, hallo liebe Leserinnen und Leser von Podcast Bücherreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen von allen möglichen Thrillern, Fantasy, Liebesromane, Krimis, wie auch immer. Und ihr seid auf jeden Fall beim besten Podcast aufgehoben. Tschüss und alles Gute. Name noch? Oh, Andreas Gruber, ja, Andreas Gruber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch von meinem Lesemonat August und berichte euch von einem Event, bei dem ich mit dabei sein durfte in Hamburg, wo der neue Fernsehfilm von Sat.1 präsentiert wurde. Und zwar ist das Todesfrist von Andreas Gruber, verfilmt eben für Sat.1. Und damit würde ich tatsächlich auch sofort mal starten. Es war nämlich eine interessante Geschichte und ein ganz, ganz toller und unterhaltsamer Abend. Ich habe von Random House eine Einladung bekommen zu dieser Presse-Screening, nennt man das, also zu dieser Pressevorschau, wo eben dieser Film gezeigt wird in einem Kino, in dem ich vorher auch noch nie war in Hamburg. Und zwar ist es das Astor-Kino in der Hafen City. War echt sehr, sehr schön eingerichtet mit so kleinen goldenen Fischen, die irgendwie von der Decke hingen und alles ganz schnuckelig mit schönen Teppichen und ganz kleiner, süßer Raum. Oder Kinosaal, auch wir lagen dann hinterher quasi auf so Kinosesseln, die so ein bisschen eher ja, wie so Liegesessel quasi waren. Und was ich ganz toll fand natürlich als Buchliebhaberin ist, dass dort die ganzen Wände mit Büchern bestückt waren, innerhalb des Kinosaals noch. Also wirklich ganz toll und sehr liebevoll dekoriert und eingerichtet. Ja, es gab eben dann in der Pressemitteilung, die mich erreichte von Random House, stand dann drin, dass eben der Thriller Todesfrist von Andreas Gruber verfilmt wird oder wurde und dass der jetzt eben im Herbst auf Sat.1 laufen wird und ob ich nicht Lust hätte, quasi vorab den Film zu sehen in diesem Kino. Und ich dürfte auch eine Begleitperson mitbringen und dann habe ich Ramona, meine Freundin, angeschrieben, weil ich wusste, dass sie auf jeden Fall ein riesen Andreas Gruber-Fan ist und mussten ein paar Tage warten und haben dann die Zusage bekommen, ja, ihr dürft kommen. Ich habe mich so gefreut, sie hat sich so gefreut und das war jetzt eben letzte Woche Dienstag und waren wir ganz früh da, 17.30 Uhr sollte schon losgehen und wir wurden wirklich gepampert von vorne bis hinten. Ich fand, das war super gut organisiert, auch wenn wir hinterher gehört haben, dass der Streik am Münchner Flughafen schon auch für einigen Stress auf Organisatorenseite bewirkt hat, aber das hat man, fand ich, überhaupt nicht gemerkt. Also als Teilnehmer des Events hat man das erstmal überhaupt nicht gemerkt. Sie haben es halt dann hinterher auch offen kommuniziert. So, ja, ne, ist alles gerade ein bisschen husch-husch teilweise oder stressig für uns gewesen, weil wir gebangt haben, ob wir überhaupt bis nach Hamburg kommen heute. Kann ich aber auch nachvollziehen. Das ist ja auch echt eine Sache von außen. So an und für sich war das Event, fand ich persönlich, sehr, sehr gut organisiert. Es war so, dass man halt nettes Get-Together hatte und eben sozusagen erstmal ein halbes Stündchen ankommen konnte, was trinken konnte. Dann ging der Film los, wurden noch ein paar einleitende Worte gesprochen. Und das Coole war, dass sowohl der Autor, also Andreas Gruber, als auch die Hauptdarsteller von dem Film dort waren. Unter anderem Josephine Preuß, die ich auch schon aus Schloss Einstein, was irgendwie, ich bin ein kleiner Dino und bin sehr alt, mich fühlen lässt. Aus Schloss Einstein kenne ich die noch und natürlich auch von vielen, vielen anderen Sachen, die sie danach noch gemacht hat. Ist ja auch eine super Hörbuchsprecherin. Daher kenne ich sie also und ja, beide waren eben den ganzen Abend da, was ich ziemlich cool fand. Man hatte dann nach dem Film, gab es auch nochmal so ein kleines Interview eben vor der Leinwand und da haben sie schon mal ein paar erste Fragen beantwortet, alle drei. Und dann konnte man hinterher sich auch nochmal mit denen unterhalten, konnte Interviews führen, sich Autogramme holen. Und das Schöne war, wir haben auch noch sogar eine Goodie-Bag bekommen. Die lag dann im Kino auf den Sitzen quasi drauf. Und dort waren dann das erste Buch von Andreas Gruber, also Todesfrist, was eben auch der Verfilmung jetzt zugrunde lag, sowie das aktuellste, was, glaube ich, Todesmal heißt aus der Reihe von Martin S. Snyder. Genau, und die beiden lagen in der Tüte drin, sowohl als auch dann noch eine kleine Broschüre von Sat.1, welche weiteren Krimis und Thriller dann halt diesen Herbst ausgestrahlt werden. Und das muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen spicken, und zwar wird im Oktober eben Todesfrist ausgestrahlt.
Ich kann es euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich fand den Film sehr, sehr gut. Ich muss ja gestehen, dass ich das Buch leider noch nicht gelesen habe, aber ich muss sagen, nach diesem Film habe ich auf jeden Fall Lust, es sehr schnell zu tun. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch das Buch da habe, sollte das gar kein Problem sein. Und das ist jetzt ja wirklich die allererste Literaturverfilmung von Andreas Gruber überhaupt. Und wenn das gut läuft, beziehungsweise ich glaube, sie haben sogar schon angekündigt auf der Veranstaltung, dass sie den zweiten Teil auch verfilmen werden, was mich sehr, sehr freut. Dann werden noch zwei weitere Filme rauskommen, die ich auch ganz spannend finde. Und zwar von Zokos gibt es eine Reihe mit einem Rechtsmediziner, der heißt Dr. Fred Abel. Dort gab es wohl letztes Jahr bereits schon einen Fall oder vielleicht auch mehrere, weiß ich jetzt, ich glaube einen. Und da werden jetzt eben noch Fall 2 und 3 rauskommen. Haben wir auch schon eine Vorschau für gesehen, sah sehr spannend aus. Und der Schauspieler sah ehrlich gesagt auch sehr, sehr nett aus, muss ich mal sagen. Und dann gibt es eine Serie mit einer Julia Durand oder ja, Julia Durand wahrscheinlich. Und dann wird es noch etwas geben, was im Grunde keine Vorlage hat, sondern halt ein Originaldrehbuch ist. Und das heißt Das vergessene Dorf. Und ich bin der Meinung, das ist sogar auch eine Serie. Genau, also von der Fred-Abel-Reihe werden rauskommen Zerschunden und Zerbrochen. Und die anderen beiden Fälle, die rauskommen von dieser Julia Durand, das ist eine Verfilmung vom Andreas Franz. Und zwar Kaltes Blut und Mörderische Tage heißen die beiden Filme, die dazu rauskommen, die eben auch auf den gleichnamigen Romanen dann eben basieren. Und wie ich schon gesagt habe, Das vergessene Dorf ist eine Thriller-Serie, die, glaube ich, keine Vorlage hatte. Also das ist so ein bisschen der Thriller-Herbst bei Sat.1. Und ja, ich fand das alles sehr, sehr spannend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch die Hauptcharaktere, die ja eben dann von Josephine Preuß und dem Raymond Thierry, keine Ahnung, das ist ein Niederländer, deswegen wahrscheinlich Thierry. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, mal reinzuschalten, soll wohl ab Oktober eben auf Sat.1 diese diversen Filme dann eben kommen. Und Todesfrist hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich bin sehr gespannt, wie die Reihe dann weitergeht. Was ich übrigens noch erwähnen muss, ihr habt ja jetzt auch schon das einleitende Jingle quasi gehört von Andreas Gruber. Und er hat auch noch richtig tolle Zeichnungen in die Bücher reingemacht. Also so ein blutiges Messer oder irgendwie so eine Schlange mit so blutigen Giftzähnen und so. Ganz, ganz liebevoll und ganz toll und hat sich auch gut mit uns unterhalten. Also ja, top. Sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen auch cool, dass er mal im hohen Norden war. Ich glaube, Ramona sagte, normalerweise ist er eher so im Münchner und Wiener Raum unterwegs, also relativ südlich. Insofern freue ich mich, dass ich ihn dann auch mal kennengelernt habe. War sehr, sehr sympathisch. Wie man wahrscheinlich auch in dem Jingle dann eben gehört hat. Ich musste alles drin lassen. Habe ich gemacht. So, dann kommen wir mal zum üblichen Teil des Podcasts, und zwar mein Lesemonat August. Ich habe gerade echt einen Lauf und habe 8 Bücher und Hörbücher im August gelesen. Das lag zum einen daran, dass ich Urlaub hatte und in London war, worüber ich ja schon mehrfach gesprochen habe. Aber leider bin ich auch krank gewesen und das fast 1,5 Wochen. Und das sorgte dann auch dafür, dass ich noch das eine oder andere Buch wirklich auch lesen konnte. Und das wird jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich ein bisschen mehr abnehmen. Aber ich habe gestartet mit Arkadien brennt von Kai Meier. Das ist ja eine Hörbuchreihe oder eine Reihe generell, eine Trilogie, die ich mit Anna von Annas Bücherstapel zusammen in einer Leserunde lese. Und den ersten Band hatten wir, glaube ich, im Juli gelesen und den zweiten jetzt eben direkt im Anschluss. Ist im Silberfisch Verlag erschienen und hatte 11 Stunden Laufzeit. Dieses Mal scheinbar ungekürzt. Davor war irgendwie, glaube ich, 7,5 Stunden oder so, also deutlich kürzer. Und das muss dann halt gekürzt gewesen sein, stand aber auch nirgendwo. Also ja, dieses Mal also ungekürzt, das finde ich gut. Und es hat wieder der wirklich großartige Andreas Fröhlich gelesen. Zu dem muss ich echt einfach nichts mehr sagen, der macht das super. Und ich mag ihn wirklich sehr. Von der Reihe selber weiß ich halt überhaupt nicht, was ich halten soll, ehrlicherweise. Das war jetzt ein klassischer Mittelteil, wo irgendwie viele neue Fäden aufgemacht wurden, Erzählstränge dazugenommen wurden, aber eigentlich relativ wenig final aufgeklärt wird, damit halt Band 3 auch so ein bisschen seine Berechtigung hat. Rosa findet einiges über die mafiöse oder auch kriminelle Vergangenheit von ihrer Familie heraus in diesem Teil. Insbesondere ihre sizilianische Großmutter war echt mit allen Wassern gewaschen, richtig krass. Und ihr Vater ist auch nicht so unschuldig, wie es immer schien und vielleicht auch nicht ganz so tot, wie es immer schien. Also ja, ich bin nochmal gespannt auf den dritten Teil. Auch in diesem Teil eigentlich weiterhin sehr kitschige Teenagerliebe ohne Sinn und Verstand.
ja, dann gibt es Verwandlungen in Tierwesen bei starken Gefühlen. Ja, was dann in dem Moment auch irgendwie verhindert, dass sie miteinander schlafen, was irgendwie total merkwürdig ist. Dieses Mal ganz viel Action, viele Intrigen, man kann echt keinem vertrauen irgendwie und es sterben immer wieder etliche Handlanger aus beiden, oder was heißt beiden, aus dem Mafia-Umfeld einfach und ja, gleichzeitig tut sich was im Machtgefüge und der vielbeschworene, hungrige Mann stellt eine große Bedrohung dar. Ich fand es nicht ganz so unglaubwürdig wie Teil 1, aber es gefällt mir irgendwie trotzdem nicht so wirklich, deswegen gibt es jetzt diesmal nur 3 Sterne dafür. Ich möchte trotzdem den dritten Band lesen, um einfach das für mich auch, das Kapitel zu beenden und das Buch auch zuschlagen zu können sozusagen. Und weil ich es halt eben auch mit Anna zusammenlese und sie findet es halt wahrscheinlich besser als ich, so wie ich das mitbekommen habe. Aber genau, das werden wir, da werden wir noch ein bisschen warten. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es im September etwas wird, denn ich habe ja auch noch diese Jahreschallenge, wo ich halt bestimmte Felder von einem Trivial Pursuit Feld quasi mit Büchern belege. Und da sind noch einige Felder offen, die ich erstmal lesen muss, bevor ich sozusagen ein passendes Feld für den dritten Band habe. Daher kann das sein, dass ich es eventuell nicht im September lese, sondern danach, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch gelesen. Dann habe ich einen Erwachsenenroman gelesen, und zwar Verglühte Schatten von Camilla Shamsi aus dem Berlin Verlag, hat 480 Seiten und ist, glaube ich, auch schon einige Jahre alt. Ist natürlich ein totales Gegenprogramm zu Arkadien irgendwie gewesen, obwohl es dort auch sehr stark um echt, ich sag mal, krasse Vorkommnisse ging, ist es eher ein sehr leises, ein liebevolles Buch. Habe ich ganz gerne gelesen. Zum Schluss nahm es allerdings für mich, ehrlich gesagt, irgendwie ab von der Qualität her. Deswegen ist dann die Gesamtpunktzahl doch nicht sehr hoch ausgefallen. Aber ja, ist halt, wie gesagt, ein ganz anderes Setup irgendwie und auch ein schönes Gegenprogramm gewesen, eben zu dem Arkadien-Buch, was ich im Grunde parallel dann gehört hatte. Und zwar folgen wir hier in diesem Buch Hiroko, die den Atombombenabwurf von Nagasaki im Zweiten Weltkrieg überlebt, aber wo eben ihr Verlobter drin stirbt, eben in diesem atomaren Sturm. Ja, und hinterher wird sie im Grunde wie so ein Blatt im Wind durch die Welt geweht. Es hält sie eigentlich nichts mehr dort und so fährt sie auf gut Glück nach Indien, weil dort ihre fast Schwägerin, also die Schwester von dem Verlobten eben, mit ihrem englischen Mann wohnt. Das ist also noch die Zeit, wo Indien eben als Teil vom Commonwealth existiert hat. Es folgt eine sehr schöne Zeit in deren Haus, obwohl das Ehepaar selber ist sehr zerrüttet oder hat Probleme. Ja, und da wird dann eben auch gezeigt, wie ist die indische Gesellschaft eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Aber auch, was bedeutet denn das für Indien, dass er eben die Kolonialmacht England dann in dem Moment das Land auch verlässt so langsam? Hiroko verliebt sich dann in einen indischen Protégé des Hauses und weil er aber Muslime ist, müssen sie halt bei der Teilung Indiens nach Pakistan. Anschließend wird dann das Leben von ihrem Sohn, inklusive auch wirklich einiger krasser und tragischer Fehlentscheidungen und von der Nichte von Hirokos ehemaligen Verlobten quasi gezeigt und das bis ins Jahr 2002 ungefähr hinein. Das Buch ist in 4 Abschnitte geteilt. Da ist jeweils ein Zeit- und Ortssprung, der da zugrunde liegt und wir folgen den Familien deswegen über mehrere Generationen und Orte und kriegen auch den 11. September mit. Und ich fand es eigentlich ja, interessant, über diese geschichtlichen Ereignisse schlussendlich auf Basis von den persönlichen Lebensgeschichten zu lesen, wie auch alles so ein bisschen ineinander übergeht oder halt miteinander verwoben ist oder sich bedingt in irgendeiner Form. Für mich waren die Themen von dem Buch so ein bisschen so, wenn man sich selbst neu erfindet, wie macht man weiter nach besonders auch Katastrophen und vor allem auch ja, Liebe im Grunde. Also das kam immer sehr, sehr stark raus. Ich fand es auch ganz lustig, dass viele Dialoge, also das Buch war sehr dialoglastig und viele Dialoge gingen schon so leicht ins, kennt ihr das, wenn man auf einer Party halt in der Küche irgendwann versackt und dort halt so richtig so küchenphilosophische Gespräche quasi führt. So in die Richtung ging das hier. Das fand ich ganz lustig und ja, die großen geschichtlichen Ereignisse bilden schlussendlich nur den Rahmen. Ne? Also es geht viel um die Menschen und was machen diese Umstände mit den Menschen. Bis zur Hälfte, wie gesagt, hat es mir ganz gut gefallen. Danach ließ es für mich persönlich stark nach. Und auch das Ende hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Deswegen bekommt es von mir leider nur 3 Sterne. Die Camilla Shamsi wurde übrigens 1973 in Pakistan geboren und lebt in London und Karachi und hat bisher 4 Romane veröffentlicht, zum Beispiel Kartografie, Verbrannte Verse und Salz und Safran. Und eben dieses, was ich gelesen habe. Für ihr literarisches Werk erhielt sie zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Also ich sag mal eher was für den Intellekt.
Dann habe ich während des Urlaubs in London noch ein anderes Buch gelesen, weil ich das nämlich sowohl als Mängelexemplar auf meinem wirklich haptischen Sub hatte, als auch als E-Book. Und habe das dann als E-Book gelesen, hat 415 Seiten und es handelt sich um Das rote Zimmer von Nikki French. Nikki French ist ja ein Autoren-Duo quasi, die zusammen Thriller schreiben. Und es musste halt einfach was sein für mich, was auch mal ein bisschen Spannung hat. Ich brauche ja immer so ein bisschen Abwechslung und da ich dann Thriller in dem Monat noch gar nicht gelesen hatte, habe ich dann damit weitergemacht und das war auch echt gut. Es geht darum, dass eine Psychologin wieder anfängt zu arbeiten, nachdem sie mal tätlich angegriffen wurde von einem Mann, den sie als harmlos eingestuft hatte. Und sie fängt jetzt halt eben wieder an zu arbeiten mit entstelltem Gesicht, mit einer riesigen Narbe, die halt durch ihr Gesicht führt. Und derselbe Mann wird in einem Mordfall verdächtigt und sie glaubt weiterhin nicht, dass er dazu fähig wäre. Und alle fragen sich natürlich, okay, was ist denn mit ihr? Und ja, sie erforscht dann tatsächlich so auf eigene Faust schlussendlich. Also sie wird schon in dem Mordfall dann ermittelt, involviert meine ich. Aber sie überschreitet dann teilweise auch ihre Kompetenzen, wie das halt häufig in solchen Büchern ist. Der Mordfall nimmt sie auf jeden Fall total mit. Sie heißt übrigens Kit, weil dort eine junge Frau, die eigentlich so vom Rande der Gesellschaft kommt, also sie ist irgendwie eine Waise, die auch ja so ein bisschen mittellos ist und so, aber die wurde halt richtig brutal ermordet und liegt halt mit dem Gesicht nach unten an einem Fluss. Dort wurde sie aufgefunden und die Frage stellt sich jetzt natürlich, hat dieser Angreifer von Kit eben doch irgendwie was damit zu tun oder also hat sie sich einfach komplett getäuscht in dem? Hat der Mörder noch weitere Opfer auf dem Gewissen? Und ja, sie hilft dann halt der Polizei, verstrickt sich aber, wie gesagt, auch immer tiefer persönlich, sage ich jetzt mal, in den Fall rein. War ein spannender und auch plausibler Thriller, den ich echt nicht aus der Hand legen konnte. Auch wenn ich einige Kritikpunkte an dem Buch habe, zum Beispiel wird die Polizei, ich sag mal, sehr klischeehaft als so faul und unfähig und ziemlich mediengeil dargestellt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt stimmt, ehrlich gesagt. Und die Psychologin, habe ich ja vorhin schon erwähnt, mischt sich sehr in diese Fälle ein und überschreitet halt ihre Kompetenzen. Auch das, na, weiß ich nicht, ob das in der wirklichen Welt so wirklich passieren würde, aber okay. Aber ich mochte den Schreibstil, die Spannung, die war sehr, sehr gut. Und ich habe halt noch einige E-Books, glaube ich, nur von dem Autoren von Nikki French. Ich muss echt von denen bald mal mehr lesen. Ich bin sehr begeistert wieder von denen und würde dem Buch 4 Sterne geben. Das nächste Buch hatte ich mal geschenkt bekommen, und zwar Unsterblich, Tor der Dämmerung von Julie Kagawa. Ist aus dem Heine Verlag, ein ziemlich dicker Schinken mit 608 Seiten. Hat mir Ramona damals geschenkt, weil sie es irgendwie doppelt hatte und das ist jetzt hier ein Mängelexemplar gewesen. Und es hätte wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger auf dem Regal gestanden, wenn nicht auch Anna von Annas Bücherstapel eben auch eine Kopie davon gehabt hätte und sie wollte das, oder wir haben allgemein nach Sachen geguckt, die wir halt beide im Regal haben, um damit eben Leserunden zu füttern und das war eins, was dabei war und ich muss sagen, ein Glück, dass wir es schon gelesen haben, denn das war tatsächlich ein 5-Sterne-Buch für mich diesen Monat. Es war wirklich gute Fantasy in einem postapokalyptischen Setting mit Vampiren und Zombies. Also ganz ehrlich, davor habe ich es aus dem Regal genommen und dachte so, oh, mit Vampiren. Okay, ich versuch's mal. Ich bin echt total begeistert von diesem Buch. Es war super gut geschrieben. Man wird direkt in die Handlung reingeworfen. Die Charaktere sind sehr, sehr sympathisch, allen voran die Protagonistin Ellie. Und es geht darum, dass circa 60 Jahre nach unserer Generation, sage ich jetzt mal ungefähr, wächst Ellie eben als sogenannte Unregistrierte in der Stadt New Covington auf und muss täglich ums Überleben kämpfen. Denn die Vampire regieren die Stadt und behandeln eigentlich jeden wie Dreck, der ihnen kein Blut spendet. Und das sind dann eben die Registrierten, die sind fortan Eigentum der Vampire, kriegen aber dafür Essen und Wohlstand und Gesundheitssachen, wogegen sich halt Ellie möchte das halt auf gar keinen Fall und deswegen ist sie halt eine Unregistrierte, muss halt jeden Tag irgendwie gucken, wie sie überlebt und wie sie an was zu essen kommt beispielsweise. Und eines Tages findet sie vor den Toren der Stadt, wo Zombies ihr Unwesen treiben, einen Einmachkeller voller Lebensmittel, führt ihre Gruppe aber sehr ins Verderben, denn ja, die Zombies wohnen dort eben und die sind halt auch ziemlich krass drauf und sie selbst wird so schwer verwundet, dass sie halt kurz vorm Sterben ist und kann dann nicht widerstehen, als ein Vampir namens Kanan ihr anbietet, sie zu verwandeln. Aber damit fangen ihre Probleme erst an. Und es war wirklich super spannend, es war gute Charakterentwicklung mit dabei, auch so diese Frage, wann ist man ein Monster, wann ist man ein guter Mensch? Kann man auch als böser Vampir gut sein und also einfach diese, wie handle ich moralisch richtig? Diese Fragen waren sehr, sehr häufig dort zu finden. Und wie gesagt, auch die Charakterentwicklung fand ich sehr, sehr gut. Leider, in Anführungsstrichen, ist es der Beginn einer Reihe, wo, soweit ich weiß, mindestens 3 dicke Bücher folgen.
Und ja, Teil 2 werde ich mir auch nochmal von Ramona ausleihen und ab da werde ich es mir dann halt kaufen, weil ich total angefixt bin. Also auch wenn die Bücher immer relativ lang sind, es war zu keinem Fall oder zu keinem Zeitpunkt irgendwie langwierig, sondern immer sehr, sehr kurzweilig und unterhaltsam. Band 3 gibt es leider weder als Hörbuch noch auf Tauschticket. Daher werde ich das mit einem Geburtstagsgutschein von meiner Schwester kaufen. Habe ich mir schon vorgenommen. Ja, und wie gesagt, 5 Sterne von mir. Ich finde den ersten Band auf jeden Fall sehr, sehr gut. Von sehr, sehr gut kommen wir zu einem Hörbuch, was ich leider nicht sehr gut fand. Und zwar Tanz auf Glas von Kay Hancock im Lübbe Audio Verlag erschienen und 7,5 Stunden lang. Ist allerdings, glaube ich, extrem gekürzt, weil es gibt bei Audible noch eine 16-Stunden-Version, was ja schon ein großer Unterschied ist. Und das war damals ein Lesetipp von Anna. Es geht um ein Ehepaar. Er ist manisch-depressiv, sie ist krebsgefährdet und ihr tragisches gemeinsames Schicksal, als etwas passiert, was alles ändert. Es gab irgendwie nichts zu meckern, es war ganz gut geschrieben, es war auch ergreifend und gefühlvoll. Also ich habe, an einigen Stellen auch fast schon ein bisschen kitschig, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht berührt. Also es hat mich nicht richtig abgeholt, wenn man das so bescheuert irgendwie formulieren möchte. Es fehlte für mich irgendwie das gewisse Etwas. Also es war, kennt ihr das, wenn im Grunde alle Rahmenparameter stimmen, aber irgendwie springt der Funke nicht über. Das, so ging es mir leider. Ich fand es halt echt nur lala und deswegen gibt es von mir leider nur 3 Sterne dafür. Man muss dazu auch sagen, das war wieder so ein typisches Buch, wo man in einer halben Stunde spätestens hätte betrunken sein können, wenn man ein Trinkspiel draus gemacht hätte. Bei jeder Namensnennung schlussendlich, die heißen jetzt Mickey und Lucy. Mein Gott, so häufig wie die Namen dort erwähnt wurde, wie gesagt, nach einer halben Stunde wär's der Hacke stramm. Weil das so oft genannt wird und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, dass ich so häufig irgendwelche Menschen mit ihrem Vornamen anspreche. Wirklich nicht. Im Arbeitsumfeld vielleicht noch eher als im privaten, aber auch da nicht so oft wie dort. Und das war wirklich jeder zweite Satz, fing mit Mickey oder Lucy an oder hörte damit auf. Aber ja, also es ist nichts für mich gewesen, leider Gottes. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es dann wirklich gekürzt war und ich eben 7,5 Stunden statt 16 Stunden damit verbracht habe. Wurde übrigens gelesen von Nicole Engeln und Philipp Schepmann, die beide irgendwie Schauspieler und erfahrene Sprecher sind. Ja, an denen habe ich auch ehrlich gesagt nichts zu meckern. Und Kay Hancock wurde in Utah geboren, arbeitet als Krankenschwester. Das hat man allerdings gemerkt, dass sie halt sich mit dem Medizinbereich quasi auskennt und hat sich auf den Bereich Psychiatrie spezialisiert. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Salt Lake City und hat 4 erwachsene Kinder. Tanz auf Glas ist ihr Debütroman. Wie gesagt, also man merkte so ihre Liebe für das Thema und auch insbesondere für das manisch-depressive und da Verständnis für zu schaffen, was das eigentlich bedeutet. Aber insgesamt war es nichts für mich. Als nächstes habe ich etwas gelesen, was ich laut Instagram-Gehirn zu Ostern 2015 geschenkt bekommen habe. Und zwar Zimt und Weg von Dagmar Bach. Das habe ich, wie gesagt, lag vom Osterhasen versteckt für mich. Bei mir im Nestchen hat dann meine Mutter mir also geschenkt und das ist aus dem Fischer KJB Verlag mit 318 Seiten. Ich bin da durchgeflogen, das ging super schnell. Das ist im Grunde, ich weiß mal nicht, ob das dann richtig als Kinderbuch zählt oder schon ein Jugendbuch ist. Irgendwo dazwischen würde ich sagen. Also ich schätze mal, dass das so für Kinder zwischen 10 und 14 irgendwie würde ich das empfehlen, weil es irgendwie viel um Jungs und erste Liebe und Freundschaft, peinliche Familie und so weiter geht. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass irgendwie kritisch oder irgendwelche Probleme, also es ist alles noch sehr harmlos, ne? Also so in dem Spektrum würde ich das ansiedeln und es war einfach nur schön. Also das war wirklich ein super rundes Buch. Da geht es um Vicky, die Zimtschneckengeruch riecht und dann ist sie auf einmal weg. Und zwar für mehrere Sekunden zuerst und dann später immer länger und dann ist sie nicht in ihrem eigenen Körper, sondern in so einer Art Parallelwelt. Und wie gesagt, es häuft sich jetzt und es wird auch immer länger. Das heißt, manchmal ist sie sogar stundenlang jetzt weg und sie hat noch nicht herausgefunden, was es auslöst, wie sie das steuern kann, ob sie das steuern kann. Und das größere Problem ist eigentlich wirklich, in der Zeit, in der sie in dem anderen Körper ist, ist eben ihr Parallelwelt-Ich sozusagen steckt in ihrem Körper und richtet einigen Schaden an. Und das ist einfach super süß geschrieben gewesen. Es ist ein Reihenauftakt. Ich habe mir jetzt die nachfolgenden Bücher als Rezensionsexemplare holen dürfen beim Argon Verlag, was ich super finde, weil dann kann ich es auch als Hörbuch hören. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Deswegen habe ich mich da sofort drum bemüht, ehrlich gesagt. Und habe wirklich einige neue Bücher auf meinem Sub oder Hörbücher auf meinem Sub dafür in Kauf genommen, weil ich gerne wissen möchte, wie es eben mit Vicky und ihren Parallelwelt-Ichs, tatsächlich wird es wohl mehrere geben, umgeht.
Und ja, in diesem ersten Buch sind auch dadurch eben einige Geheimnisse nicht so aufgeklärt worden, ne? Damit man das eben in den Folgebänden dann sehen kann. Zum Beispiel, was diese Sprünge eben auslöst, ne? Ob das vielleicht irgendwer in der Familie auch hat, weil ihre Tante stellt da so ein paar interessante Fragen irgendwie zu. Dann wird noch, oder ist noch so ein Konflikt offen, wo die Mutter und der Vater getrennt sind von Vicky und irgendwie kann ihnen niemand so richtig erklären, woran das lag und so. Und die schweigen sich dazu auch immer ziemlich aus. Also ist auch nochmal die große Frage, ob ihre Mutter eines Tages wieder mit ihrem Vater zusammenkommt oder findet die neuen Partner, kann ja auch sein. Wie viele Parallelwelten gibt es überhaupt? Was passiert dort? Wie entwickeln sich die Dinge dort irgendwie als bei Vicky selber? Und das möchte ich, wie gesagt, sehr gerne erfahren. Es gibt noch zwei weitere Bände und eine, ja, kürzere Geschichte. Ich weiß nicht, ob das mehrere kürzere Geschichten sind oder nur eine. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das werde ich rausfinden. Und ich würde diesem Buch 5 Sterne geben. Mama, alles richtig gemacht. Dann kommen wir zum ersten und einzigen Rezensionsexemplar in diesem Monat, und zwar Todeskuss mit Zuckerguss von Alan Bradley. Es war ein Rezensionsexemplar aus dem Penhaligon Verlag von Random House mit 320 Seiten. Und es geht wieder um meine heißgeliebte Flavia de Luz, die eben in diesen Cozy Mysteries ermittelt. Auf der Hochzeit von ihrer Schwester taucht ein Finger in der prunkvollen Hochzeitstorte auf, also ein menschlicher Finger. Und Flavia ermittelt natürlich wieder, tröstet sich so auch so ein bisschen über den Trennungsschmerz hinweg, den sie dann doch, ob ohne es sich wirklich bewusst zu werden oder wirklich zuzugeben, aber sie ist dann doch ein bisschen traurig, dass ihre Schwester eben jetzt in den Flitterwochen ist und ihr eigenes Leben quasi, ihre eigene Familie startet, obwohl die sich ja immer so ein bisschen bekriegen, aber so insgeheim ist sie dann doch ein bisschen traurig darüber und stürzt sich deswegen umso vehementer in nicht nur einen Fall, sondern gleich zwei. Und zwar gibt es nämlich gleichzeitig den ersten offiziellen Fall für ihre Privatdetektei. Von der Auftraggeberin sind geheime Briefe verschwunden, aber irgendwas ist da nicht ganz koscher an dem Fall. Also die Auftraggeberin ist nicht ganz ehrlich, glaube ich, gewesen mit der Privatdetektei. Und deswegen ermittelt Flavia dann zusammen mit Dogger und sogar Undine, stellenweise, an beiden Fällen parallel und ja, knackt sie natürlich auch wieder, ne? Es hat wieder viel, viel Spaß gemacht, Flavia zu begleiten. Der Fall war teilweise ein bisschen eklig, aber sehr kurzweilig. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ja, es war einfach mal schön, auf der gut geölten Gladys durch das Dorf zu fahren und einige altbekannte Dorfbewohner auch wieder zu treffen. Das wurde alles immer schön miteinander verwebt und ja, ich fand, Flavia wirkt in diesem Fall auch deutlich erwachsener als in den Vorgängern. Ganz, ganz spannend zu sehen. Also ihr wird nun wirklich so langsam eine Erwachsene, eine ja, Lady kann man aber ihr fast nicht sagen, weil sie ja wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und wirklich auch genau weiß, wie sie die Leute um sich herum manipulieren kann. Herrlich. Also ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich bin jetzt nämlich auf dem neuesten Stand der Reihe und hoffe, dass Alan Bradley noch viele weitere Nachfolger schreibt. Das Buch bekommt von mir 4 Sterne. Das letzte Buch aus diesem Monat war Blackbird von Anna Carey. Das wiederum habe ich ausgeliehen bekommen. Und zwar ist es von Audiomedia 6 Stunden ungekürzt und gelesen von Simona Pahl, die eine sehr angenehme Stimme hat, fand ich. Sie war nicht so hoch, irgendwie trotzdem jugendlich und an den spannenden Stellen hat sie auch wirklich schön drängend gelesen, sonst eher ein bisschen zurückgenommener gelesen. Und ja, die kenne ich auch schon aus der Silbertrilogie von Kerstin Gier. Dort hat sie auch eben die Hörbuchsprecherin gemacht. Und sonst ist sie laut Audible eher bei Feuerwehrmann Sam Hörspielen mit dabei, was ich ganz lustig fand. Aber damit hat dieses Hörbuch so gar nichts zu tun. Es geht hier um eine Jugendliche, die ohne Gedächtnis auf Bahngleisen aufwacht und beinahe vom Zug überrollt wird. Also man wird sofort reingeschmissen eigentlich in die Handlung. Sie trägt einen Rucksack bei sich, der enthält Geld, ein Messer, eine Schatzkarte, ein Notizbuch mit Hinweisen und weitere nützliche Dinge. Aber sie weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Sie weiß nicht, wo sie herkommt. Also sie hat halt eine komplette Gedächtnislücke und kann sich eigentlich gar nicht daran erinnern, wer sie ist schlussendlich. Und zusätzlich wird sie in eine Falle gelockt, beinahe getötet und dann auch nochmal für einen Raub verantwortlich gemacht, den sie halt nicht begangen hat, damit sie sich nicht an die Polizei wenden kann. Es wird dann ziemlich schnell klar, jemand macht Jagd auf sie und will sie töten. Aber warum? Das Ganze spielt in Los Angeles, was auch nochmal ganz spannend war. Leider nahm die Spannung zwischendurch immer wieder super ab. Also es war wirklich, es gab Stellen, wo man stundenlang hätte zuhören können, weil es wirklich sehr, sehr spannend war. Und dann gab es wieder so Stellen, wo es ja sehr, sehr abgeflacht ist und man sich fast schon gelangweilt hat. Es ist auch eine Reihe, 2 Bände sind bereits erschienen. Ich weiß nicht, ob es noch weitere geben soll. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das Not getan hat, weil ich finde gerade, ja, dadurch, dass die Spannung zwischendurch so niedrig war, hätte es vielleicht auch ein Einzelband getan, wo man dann wirklich die ganze Geschichte auf einmal erzählt hätte und auch aufgelöst hätte, was da der Hintergrund ist, dass es nämlich hier nicht passiert. Ich habe auch schon gehört, als ich irgendwie mich dazu informiert habe, dass das Buch wohl auch eine sehr große Schrift und wenig Seiten haben soll. Also das normale Buch
Pendant dazu. Deswegen sind halt diese 6 Stunden wirklich auch ungekürzt und der nächste Band ist, glaube ich, auch nicht viel länger. Der Schreibstil war sehr interessant, weil es in der zweiten Person Singular erzählt wird. Dadurch wird man direkt angesprochen sozusagen als Hörer und das macht nochmal was mit einem. Ab und an gibt es dann Wechsel in die dritte Person, wenn halt außenstehende Personen begleitet werden. Das fand ich echt ganz cool so als kleines Bonbon. Ja, insgesamt spannend, aber mit Schwächen. Auf Band 2 hätte ich halt Lust, aber es eilt auch nicht. Also ich würde mir jetzt 4 Sterne geben. Es war nicht komplett grottig, aber ich fand es halt auch an einigen Stellen nicht so gut wie an anderen. Und mal schauen, wie es dann hoffentlich zu Ende geht. Ich hoffe nicht, dass sie noch einen dritten Teil daraus machen, weil das fände ich echt ein bisschen albern. Kommen wir nun zur aktuellen Subhöhe. Ich habe 83 Bücher auf dem Sub. Ich war erst total happy. Ich hatte ja 5 englischsprachige Bücher im Urlaub gekauft in London und habe ja diesen Monat es geschafft, wirklich 5 Bücher vom Sub auch zu erlösen. Das heißt, ich wäre eigentlich auf das Gleiche rausgekommen. Jetzt sind kurz vor knapp am Ende des Monats ja noch von der Veranstaltung die 2 Bände von Andreas Gruber hinzugekommen. Aber trotzdem bin ich total happy, dass ich wirklich hier einigermaßen die Balance halten kann. Nichtsdestotrotz nervt mich es langsam, dieses Rumgekrebse, sage ich jetzt mal, auf 81, 82, 83 Büchern. Ich hatte ja Anfang des Jahres 89 gehabt und habe gedacht, na Mensch, irgendwie, glaube ich, 20 oder so wollte ich abbauen bis Ende des Jahres. Hat nicht geklappt bisher. Und das nervt mich einfach mittlerweile total. Wobei ich auch sagen muss, dass eigentlich nur noch ein einziges Rezi-Exemplar bis Ende des ganzen Jahres vorgesehen ist. Das heißt, wenn nichts dazwischen kommt, sollte ich jetzt so langsam in den Abbau auch reinkommen. Halleluja. Bei den Hörbüchern sind es mittlerweile 146. Ich habe 3 diesen Monat gelesen, habe aber 7 neue Rezensionsexemplare hinzubekommen. Zum einen von Nibadugo, King of Scars, Thron aus Gold und Asche, wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Dann von Stuart Turton, Die 7 Tode der Evelyn Hardcastle. Boah, das wird so geil, ganz ehrlich, ich freue mich schon richtig drauf. Das ist so eine Art Und täglich grüßt das Murmeltier mit einem Fall, der gelöst werden muss. Richtig toll. Werde ich dann nochmal genauer davon erzählen, wenn ich es dann wirklich gelesen habe. Dann ist The Great Nowitzki von Thomas Pletzinger rausgekommen. Das ist eine Biografie eben zu Nowitzki, dem Basketballspieler. Und den finde ich ganz, ganz toll. Ich finde das einfach ein super Mensch und ich freue mich mehr über ihn zu erfahren, denn bisher kratzt das noch sehr auf der Oberfläche, was ich über ihn weiß. Dann hat Leanne Moriarty ein neues Buch rausgebracht, und zwar 9 Fremde. Das habe ich auch als Hörbuchexemplar bekommen. Und eben die schon erwähnten 3 neuen Zimt und wie auch immer sie dann weiter heißen. Also Zimt und Weg hieß das erste, dann irgendwie Zimt und Ewig, Zimt und Zurück und Zimt und Vertauscht, glaube ich. Das sind also diese 3 Nachfolgebücher von Zimt und Weg. Die habe ich eben auch nochmal dazu bekommen. Das heißt, insgesamt für die, trotz 8 Büchern, die ich gelesen habe, leider für den Sub kein guter Monat. Und das soll sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich ändern. Und ja, drückt mir die Daumen, dass es endlich mal soweit klappt. Das war es jetzt erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.